A3.2. Eine Person überquert die Brücke von A nach B. Sie geht bereits wieder aufwärts. Bei einer Höhe von 13 Meter über dem Boden bleibt sie stehen. Diese Position entspricht Punkt D auf der Parabel P. Berechnen Sie die x-Koordinaten des Punktes D. Gehen wir schnell hoch in die Zeichnung und überlegen uns nochmal, wie ist die Aufgabe gestellt. Also wir haben eine Person, die überquert die Brücke von A nach B. Die ist hier leicht eingezeichnet, läuft also hier die Brücke drüber. Das heißt, sie läuft schon so weit, dass sie schon wieder nach oben geht. Ja, ist nach dem Scheitelpunkt der Fall. Zum Beispiel hier. Und jetzt soll hier der zugehörige x-Wert berechnet werden. Und was wir noch wissen, dieser Bereich hier ist 13. Ja, sie ist 13 Meter über dem Boden. Also, welches ist das zugehörige x? Müssen wir wie folgt vorgehen. Was wir ja wissen, y entspricht der Höhe über dem Boden. Ja, also y-Wert ist die Höhe über dem Boden. Den kennen wir, da ja 13 Meter über dem Boden ist, gilt, dass unser y-Wert gleich 13 ist. Zusätzlich kennen wir die Parabelgleichung mit y ist gleich 0,01x² minus 0,3x plus 15. Also gilt, dass wir für dieses y, das entspricht der Höhe über dem Boden, unsere 13 einsetzen. Ja, diese 13, falls man wiederholen muss, steht hier in der Aufgabe drin, das ist also gegeben. Ja, schreiben wir es mal nochmal auf. Ich schreibe erst nochmal die Parabelgleichung hin. So, die haben wir oben stehen. Ja, jetzt gilt es 13 Meter über dem Boden, das ist unser y. Also setzen wir für y die 13 ein. So, und jetzt haben wir eine quadratische Gleichung und die kann man jetzt auf mehrere Weisen lösen, wer einen Taschenrechner zur Verfügung hat. Zum Beispiel mit Hilfe Solvers oder Calc Intersection oder Tool Poly 2, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ohne Taschenrechner bleibt uns die Mitternachtsformel zur Verfügung, beziehungsweise die Lösungsformel für quadratische Gleichungen. Die finden wir natürlich in der Formelsammlung. Ja, hier unter Punkt 4 haben wir unsere drei Schritte gegeben, die wir durchgehen müssen. Schritt 1 ist, dass wir die Gleichung so umformen, dass auf einer Seite 0 steht, dann die Diskriminante berechnen und dann Lösungen ausrechnen. Gut, erster Schritt, auf einer Seite muss 0 stehen, haben wir noch nicht, also müssen wir das noch durchführen. Das ist dabei egal, ob es links oder rechts die 0 steht. Für mich ist es einfacher, ich bringe die 13 weg mit minus 13, dann habe ich stehen 0 ist gleich 0,1x² minus 0,3x plus 2. Ja, 15 minus 13 sind 2. Jetzt habe ich meinen ersten Teil erfüllt. Mein a ist der Faktor vom x², mein b ist der Faktor vom x und mein c ist die Zahl ohne x. Berechne die Diskriminante minus b. B waren minus 0,3 b², also minus 0,3², Klammer nicht vergessen, da negative Zahl. Minus 4 mal a sind 0,01 mal c sind 2. Minus 0,3² sind 0,9 und 4 mal 0,01 mal 2 sind 0,08. Das ergibt 0,01. Das ist auf jeden Fall größer als 0, also werden uns zwei Lösungen erwarten. Gut, erste Lösung, x1 ist gleich, schauen wir uns an, minus b, minus b waren minus 0,3 plus Wurzel aus 0,01, also aus der Diskriminante, geteilt durch 2 mal a, 2 mal 0,01. So, vereinfachen, entweder gleich einen Taschenrechner eintippen oder per Kopf vereinfachen, minus 0,3 sind plus 0,3, plus Wurzel aus 0,01, Wurzel aus 0,01 sind 0,1, geteilt durch 0,02, 0,3 plus 0,1 sind 0,4, geteilt durch 0,02 und das in Taschenrechner eintippen oder über Kopf gibt einen Wert von 20. So, noch unsere zweite Lösung. Wieder minus b, diesmal minus Wurzel aus 0,01 geteilt durch 2 mal a. Wieder vereinfachen, 0,3 minus 0,1 durch 0,02 ist 0,2 durch 0,02 und das sind 10. So, welche ist jetzt richtig?
Die Person kann ja nur an einem Fleck stehen, nicht an zweien gleichzeitig. Also muss eine falsch sein. Welche ist richtig? Gucken wir schnell hoch. Ja, vielleicht nochmal wichtig. Hier, jetzt kommt dieser Satz zum Tragen, warum der drin steht. Sie geht bereits wieder aufwärts. Das heißt, sie befindet sich nach dem Scheitelpunkt. Scheitelpunkt hat einen Wert von 15. Also fällt der Punkt mit 10 raus, weil da geht es ja abwärts. Der kann nicht richtig sein. Richtige Lösung ist also der zweite Punkt für x gleich 20, weil der nach dem Scheitelpunkt liegt. Was machen wir? Zweite Lösung, einfach einklammern und dann ist alles Notwendige drauf. Gut, damit haben wir auch die Aufgabe gelöst. Es war ja nur die x-Koordinate des Punktes D zu berechnen. Die y-Koordinate wurde hier nicht gebraucht.